Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Ja, Episode ist jetzt gar keine aktuell. Ja, und wir ich suche gerade hier, Ballastwache. Wir haben nämlich die erste Episode im letzten Teil abgeschlossen. Was kann die Tolles? Die Palastwache ist aber auch nicht schlecht. Das ist keine Palastwache, das ist ein normaler Gungan. Ja, ich nenne die immer Palastwache. Das ist aber ein Gungan aus Gungan City, eine Gungan City Wache dann. Müssen wir noch kaufen? Ah, stimmt, wir haben ja ein bisschen Geld wieder, zwar nicht besonders viel. Ja. Ach, nein! Komm, die 4000 kriegen wir jetzt noch zusammen. Ja, und zwar in der nächsten Episode. Nein, hier, durch zerstören. Musste viel zerstören, geh mal raus, da liegt es, glaube ich, mehr. Kannst hier ein bisschen Sachen verhexen. In Episode 2 müssen wir... Warte. Ja, wir können in Episode 2 mal reingehen. In den Angriff der Klonkrieger und dann hier. Dann hier noch ein bisschen was kaputt machen, weil normalerweise sind hier ja immer irgendwelche Rätsel oder sowas oder Disco-Kugeln. Na mach. Oh ja, Disco. Das ist hier Disco auf einmal. Wie viel haben wir jetzt mittlerweile? Ja, fehlt aber noch einiges. Oder draußen war da auch viel los. Und da noch was machen? Da brauchst du böse Macht. Ne, sonst wär's rot. Die armen Droiden. Wer bin ich jetzt? Ach, ich mache. Weil der hat sich gar nicht bewegt. Ne. Machen wir die erste Episode, danach haben wir auf jeden Fall 4000, da können wir uns auch da auf Maul kaufen. Den ersten Teil. Ja. Geil. Hallo Watto. Watto. Und wir gehen auf Kopfgeldjäger, ja. Geil, und der kann unendlich lang fliegen. Er fliegt die ganze Zeit, ja. Er kann laufen und fliegen, aber fliegen kann dann länger als R2-D2. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Letty Park 1. Kopfgeldjägerjagd. Eat. Oh, lass es. Die Galaktische Republik stürzt noch tiefer in die Krise. Graf Dooku führt eine Separatistenbewegung an. Dooku. Die Zukunft der Republik... Habe ich doch Dooku gesagt. Nicht Dooku, sondern Dooku. Dooku? Schnell, okay, der Republik bedroht. Auf dem glitzernden Startplaneten Coruscant schützen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker Senatorin Padma Amidala, da sie von geheimnisvollen Assassinen bedroht wird. Ich würde sagen Ezio, Alter Ihr und Desmond. Ja. Und noch... Könnte aber falsch sein. Andere Vögel, ja. Das gab's garantiert nicht. Garantiert nicht. Ich bin nicht so sicher. Das könnte genauso gut Obi-Wan sein. Und das Qui-Gon. Ja, das ist... Doch, das gab's sogar. Da erinnere ich mich dran. Njam, 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 njam. Nette Viecher. Die wollen bestimmt... Die esse ich immer zum Frühstück. Klar. Ich frage mich, wie die es geschafft haben, dass sie die Art Padme nicht irgendwie... getötet haben. Weil sie es können. Ich hätte jetzt gelacht, wenn sie es gegessen hätte. Hätte ich so gelacht. Oh ja. Juhu. Kann fliegen. Können ja irgendwie mehr kann oder weniger. Toll fliegen. Ein Fluglevel wieder. Fluglevel sind sowieso immer cool. Sonst wenn man die Scheiße zu steuern, aber das ist nicht cool. Du bist übrigens der Blaue. Ja, das merke ich schon. Ich wollte es dir ja nur mal sagen, nicht, dass du das... Wow, 1 von 10. Was 1 von 10? Eins von diesen 10 Dingern zerstört. Da, diese... Die kannst du übrigens nehmen, diese... Rosanen irgendwie. Die da. Die kannst du nehmen und dann kannst du sie mit B schießen. Auf so bestimmte Punkte, auf sowas zum Beispiel. Aber ein paar Sachen kann man nur damit kaputt machen, glaube ich, oder so. Ah, hier gibt es noch so viele tolle Sachen zu entdecken. Einfach alles kaputt schießen. Einfach immer schön Dauerfeuer, ne? Dauerfeuer, ja, sowieso. Sowieso. Komm, komm. Ah, ja, da gehen wir noch rechts da. Ja. Da ist noch irgendwas Böses. Ah, da ist 2 von 5 gewesen. War hier noch was? Ne, ein paar Münzen. Aber diese Dinger, die sind ja echt unmöglich zu fliegen. Also da die Steuerung dieser Flugobjekte hier ist... Haben sie echt verkackt. Naja. Sagen wir mal, das hätte man auch besser machen können.
Ach, da müssen wir lang. Schau mal auf die linke Seite, ob da noch was ist. Nee. Also ich krieg hier irgendwie gar nichts mit, ganz ehrlich. Ah, viele bunte Lichter. Einfach auf alle schießen. Viele bunte Smarties. Viele bunte Smarties. Ja, du musst einfach auf alle schießen, was ich... Also sich aus Lego ist und sich oder sich bewegt oder beides. Soll ich jetzt auf dich schießen? Nein. Nein, nein, nein. Nimm mal zurück. Gibt noch so viele Sachen, die wir nicht haben. Warte, 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 warte. Warte. Hier. Wir haben eh schon so viel wieder verpasst. Zum Beispiel hinten noch, flieg nochmal zurück auf der linken Seite hinten, da waren wir noch gar nicht hier. Ah, egal. Aber zu zweit ist das hier ja echt das pure Chaos. Oder? Ja. Kann man so stehen lassen, oder? Aha, wo bin ich? Selbst obwohl ich weiß, dass ich blau bin, krieg ich trotzdem nichts mit. Tja, wieder zu viel Milch getrunken. Mhm. Voll Milch mit 3,5%. Voll Milch, die schon ein bisschen abgestanden war da, deswegen ist er jetzt blau. So Schlumpfmilch. Ach ja, ich bin ja nicht der Blaue. Ah, sorry. Einfach die ganze Zeit Feuer gedrückt halten, das klappt schon. Stimmt. 5 von 5. Kann man die Ampel irgendwo kaputt machen? Ah, wir haben ein Minikit bekommen. Okay, ich hab's drauf geschossen. Nee, die Ampel. Kann man die kaputt machen können, die blöde Ampel. Ja, mit diesen komischen... Nee, ich hab's drauf geschossen mehrmals. Sie geht nicht kaputt. Man kann sie zwar anvisieren, aber sie geht nicht kaputt. Oh, ich dachte, das wäre jetzt geil in so einer Pseudo-Ego-Ansicht. Das bleibt in der Ansicht hier erstmal. Oh ja. Und wieder stumpfsinnig drücken des Feuerbuttons. Benjamin-Button und so, schon klar. Müssen wir jetzt hier die Dinger irgendwie kaputt machen? Nee. Was müssen wir denn kaputt machen? Weiß ich gar nicht. Wir müssen irgendwo, was wieder irgendwo drauf. Ah, da kommen normalerweise immer welche raus. Du musst auf dieses Ding fliegen. Hier, hier, hier. Ah ja, stimmt, ja. Genau. Und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Okay. Verstehe. Dann musst du die Dinger mit denen kaputt schießen. Ja, so geht das. Das haben wir schon geschafft. Okay. Oh nein, da waren so viele tolle Sachen. Haben wir so viele schöne Sachen mal wieder verpasst. Das ist ja echt dramatisch hier. Ganz ehrlich, ich will hier durchs Level durchkommen und zwar lebend. Ah, was? Bis jetzt sind wir noch durch alle Level lebend durchgekommen. Ich krieg hier gerade gar nichts mit. Ja, ich bin glaube ich gegen die Wand geflogen oder so. Da ist wieder so ein komisches Raumschiff. Die Dinger sind einfach nicht lenkbar. Der macht mir immer so komische 180 Grad Wenden. Ja, die Dinger bleiben nicht stehen einfach mal. Jetzt, ich will meinen dritten haben. Mann! Ich will auch noch einen. Er hat wieder 3 und er wieder gar keine. Das ist gerecht. Ja, du sagst es. Ja, für dich, aber nicht für mich. Das ist das Gemeine. Und wo bin ich? Oh, jetzt habe ich alles verloren, weil ich gestorben bin. Scheiße. Hey, da ist das. Können wir leider nicht erschießen. Da ist wieder eins. Da geht auch kaputt. Jawohl. Gerade haben wir es noch erwischt. Boah, Hilfe. Ach, wenn ich schon wieder. Das ist jetzt unnötig. Unnötig. Ganz ehrlich, der eine ist doch schon durch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wieder... Hä? Der war doch durch gerade eben. Ja, der eine ist durchgeflogen, habe ich auch gesehen. Egal. Logik. So ist viel vergebens. Das ist ein Lego-Spiel, was erwartest du? Ich hab's geschafft, mal wieder zu sterben. Cool. Mal was ganz Neues. Spaß.
Ah, komm, flieg drüber. Ja, geschafft. Ah, jetzt haben wir ja sogar einiges hier als für wahre Jedis bekommen. Komm. Verarschen. Man kann übrigens auch ausweichen. Yay! Yeah. Ah, jetzt hat. Was wir jetzt? Ah, jetzt müssen wir die Dinger wieder alle kaputt machen. Bam. Bam. Am wenigsten bleiben die Münzen bei denen auf einer Stelle. Nein, nein, nein. Ah, gut. Sehr schön. Komm her, komm her, komm her, komm her. Okay. Brauchen wir eh beide wieder neue. Müssen wir hier auf beiden Seiten die Dinger kaputt machen? Ja, du musst. Keine Ahnung. Aber wir sind hinten, müssen auch noch welche sein. Ja. Münzen. Jawohl, wir sind wieder wahre Jedis. Wer hätte das gedacht? Also ich nicht. Nee. Wer hätte nicht gedacht, dass wir das nochmal hinkriegen in dem Level. Haben wir schon erwischt? Nee. Doch, jetzt kommt der... Wo bin ich? Oh, ich bin gestorben. Der Boss-Gegner-Kampf kommt jetzt. Like a boss. Like a boss. Like a bar. Was ist der überhaupt? Mein Ding macht immer... Wo ist das Viech? Hier. Ah, ja, ich seh's. Jawohl, hab's. Sehr schön. Wir sind nicht mal verreckt beim Endgegnerkampf. Sind wir doch bei Darf aufs Maul auch nicht. Ja, ich nicht. Darf auf. Ja, nee, ich meine beim richtigen Kampf, nicht. Ach so, ja. Nicht bei den Sprungpassagen. Ja doch, beim richtigen Kampf bist du auch nochmal reingefallen. Ganz ehrlich, so ein Ding müsste doch eigentlich den Kopf abtrennen. Eigentlich. Aber nicht, wenn es Django Fett Energins. Wenn Django Fett das Ding schießt, dann kann da nichts passieren. Du lieb. Du klingst irgendwie müde. Nee. Nee, gar nicht. Wow. 2 von 10. Ja, das könnte... Wir wollten uns Darfs aufs Maul kaufen. Das? Darfs aufs Maul sein? Gern geschehen. Ey, Tucker Tuckerland. Ach nee, wie heißt denn der Watto? Watto. Guck mal, der kann laufen und der kann fliegen. Ich weiß. Ich kenne das von Kopfgeldjäger. Django Fett kann es auch. Und Boba Fett. Ah, der kann, die können nicht die ganze Zeit fliegen. Doch, können sie. Oder, ja, doch können sie. Und er ist vor allen Dingen sehr viel schneller, wenn er fliegt. Was würdest du noch kaufen? Gog. Wer ist Dexter? Dexter ist der Typ, der normalerweise die Kantine macht. Und wer ist das? Sam? Das ist ein Kopfgeldjäger, das ist die Frau, die wir gerade verfolgt haben. Ja, mehr können wir ihn nicht kaufen. Dann kaufen wir uns noch den Stein. Steinzeit. Ab in die Steinzeit. Oh, das war keine gute Idee. Das wäre Krieg! Der Sterne. Ja. Aber wieso hat man eigentlich alle Episoden freigeschaltet? Ja. Voll verwirrend, weil man, wenn man zum Beispiel irgendwie was nicht mitkriegt, dann weißt du gar nicht mehr, in welcher Episode du warst. Ja, deswegen sollte man sie auch chronologisch machen. Aber die oh, sind ja auch immer nur die ersten Missionen freigeschaltet in den Episoden. Oh, ich töte euch alle, ich bin böse. Ja, hier, das Duell. Wem bin ich denn jetzt noch? Weil der greift bei mir gar nicht hin. Ah, was machst du? Was machst du? Ich mache hier erstmal nochmal Disco. Ich wollte Disco machen, aber dann hast du mich umgebracht. Was ist das nächste Level? Was müssen wir da machen? Boah, ich töte den Gangens Fett, Chef. Entdeckung auf Camino. Was ist denn das für ein Level? Camino Level? Ja, Camino ist das Camino. Boah, das ist eine coole Map auf Battlefront. Was, die Wimp? Die will ich schlagen, ja. Ja, ja. R2. Ruhe auf den billigen Plätzen, R2. Ruhe. Ah, da schreit jemand rum, das ist irgendwie nicht so ganz einfach. Mach, mit. Mach Macht. Mach. Mach Macht. Mach, mach ich doch. Na, ich mein. Was? Der macht bei mir keine Macht. Warum macht er bei dir keine Macht? Doch, also sollte er schon machen, aber er macht es nicht. Ist er machtlos?
Ja, gegen Frauen. Nee, du kannst glaube ich nur auf manche Charaktere Macht machen. Nicht auf alle. Zum Beispiel auf die Gungans kannst du immer Macht machen. Nee, ich nicht. Ja, wer kann nur die gute Seite der Macht machen. Macht machen. Na komm, ich würde sagen, wir machen weiter. Na gut. Oder warte mal, nee, ich würde sagen, wir machen den Part zu Ende an der Stelle. Ja, aber es ist doch auch weitermachen. Ja, gut. Boah, ich habe zwei Frauen mit zwei Schlägen getötet. Ja, also... Soll ich jetzt stolz drauf sein? Nein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.